Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und zwar zu meinem allerersten Strick-Podcast, zu meiner allerersten Folge hier auf meinem neuen YouTube-Kanal Forestknit. Schön, dass du da bist. Und ja, ich werde mich jetzt auch gleich noch am Anfang nochmal vorstellen für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, für all diejenigen, die mich von meinem alten Kanal kennen. Ich freue mich so sehr, dass du hier gelandet bist, dass du mich und meinen neuen Kanal unterstützt. Und ja, für all diejenigen, die komplett neu sind, herzlich willkommen. Ich bin Corinna. Ich wohne hier im wunderschönen Nordschwarzwald. Ich mache auch immer zum Schluss der Strick-Podcast-Folge einen gemütlichen Abspann. Das heißt, hier wirst du immer Fotos, Videos sehen von meinem Zuhause. Wir wohnen echt mitten im Wald. Und ja, einfach, dass ihr noch einen schönen gemütlichen Abspann habt. Es wird ein paar Fotos von der Woche immer sein, dass ihr so ein kleines Update bekommt. Und ja, genau. Also ich bin 32, nächsten Monat, am 18. März habe ich Geburtstag. Und ja, wir wohnen circa seit einem Jahr hier im wunderschönen Nordschwarzwald, mitten im Wald in der Nähe von Bad Herrenalb. Und ja, ich bin verheiratet seit jetzt fast 4 Jahren. 2020 haben wir geheiratet, genau. Und ja, hier dieser YouTube-Kanal soll für Entspannung stehen, für Inspiration. Es gibt den Strick-Podcast Knit and Read, habe ich ihn genannt, also Knit für Knitting, also Stricken, und Read steht für die Bücher. Das heißt, im Strick-Podcast spreche ich immer am Anfang über meine Strickprojekte und dann zum Schluss am Ende des Videos sozusagen über die Hörbücher, die mich begleiten, weil ich höre zu 99% Hörbücher während dem Stricken. Und genau, das ist einfach hier so meine kleine Ecke im Internet, wo ich über Stricken spreche. Und es gibt auch schon ein paar Tutorials hier auf diesem neuen YouTube-Kanal, zum Beispiel vom Lace Margins Wrap. Hier werde ich dir mal kurz ein Foto einblenden. Das wird sich gewünscht. Das habe ich. Das Muster ist von Per Sohn. Das habe ich ins Deutsche übersetzt. Habe aber auch für all diejenigen, die gerne auch Englisch lernen möchten zu stricken, habe ich immer unten ja, dem sind die englische Anleitung eingefügt und gehe die mit euch dann Schritt für Schritt durch. Und einfach für diejenigen, die sagen, hey, sie haben voll Lust, mal ein McCall zu stricken, also Mystery Knit Along vom Stephen West, aber sie kommen mit den englischen Begriffen nicht klar und sie verstehen es nicht. Und für all diejenigen habe ich einfach beides gemacht. Also ich spreche die englischen Begriffe an, aber übersetze es gleichzeitig ins Deutsche. Ja, genau. Ich hoffe, das freut viele. Ja, dann habe ich schon ein Tutorial zum Half-and-Half-Web gemacht, auf Deutsch übersetzt, für Sockenmuster. Ja, und die wird es natürlich hier auf meinem neuen YouTube-Kanal auch geben. Also die werde ich alle noch hier hochladen, die eben sehr, sehr gut ankamen. Und es wird natürlich auch viele neue Muster geben und neue Tutorials hier auf diesem Kanal. Und ja, Forestknit, warum Forestknit? Warum habe ich mich so benannt? Ich bin schon immer sehr, sehr waldverbunden. Ich habe auch meine Ausbildung eine Ausbildung als Waldbaden-Kursleiterin gemacht. Wer Waldbaden nicht kennt, das ist einfach eine Technik, wie man ja zu sich finden kann, wie man wundervoll entspannen kann im Wald. Und da wir hier auch mitten im Wald leben, ich die Waldfarben liebe, die Erdtöne, wirst du auch gleich nachher noch bei meinen Projekten sehen. Ja, deswegen habe ich mir überlegt, Forestknit passt einfach zu mir und deswegen der Name. Genau, ansonsten, ich stricke seit Herbst 2022, also bin seit diesem Jahr sozusagen in meinem zweiten Strickjahr erst, habe bis in dem Sinne erst ein Jahr gestrickt, so kann man sagen, und bin über meinen Fortschritt super happy, habe tolle Projekte. Ich habe hier jetzt auch noch meine schönsten, meine tollsten Projekte mitgebracht, um die dir nochmal zu zeigen. Für all diejenigen, die vielleicht neu sind und die mich noch nicht kennen auf YouTube. Und ich lade dich noch ein, natürlich dir eine Tasse Kaffee zu holen, dir es schön gemütlich zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich dir jetzt meine Projekte, die beendet sind, die ich im letzten Jahr gestrickt habe. Ich habe nicht mehr alles hier, was ich dir zeigen kann, weil ich eben auch viele schon verschenkt habe. Aber so die schönsten
die schönsten Sachen habe ich noch hier. Ich habe zum einen bei zwei Mystery Knit-Alongs mitgemacht vom Steven West. Ich habe zwei Half-and-Half-Wraps gestrickt. Wie gesagt, die Anleitung gibt es auch schon hier auf meinem YouTube-Kanal. Genau, ich habe, was habe ich noch? Ich habe viele Socken gestrickt, eine Mütze, den Sophie Scar von Petite Knit und. Also dich werden hier jetzt gleich viele Projekte überraschen oder die werde ich dir jetzt zeigen. Ich habe auch noch ein neues Buch bekommen, das werde ich auch dann später zeigen. So, wo fangen wir an? Ich habe ganz viele Socken gestrickt. Ich habe mir hier extra schon ein Sockenbrett bereitgelegt. Und es tut mir leid, wenn es hier jetzt ein bisschen laut ist aktuell, weil mein Mann, die fällen da draußen gerade einen Baum. ich hoffe einfach, dass er mich trotzdem versteht. So, ich habe viele Socken. Ich nehme jetzt einfach mal die, wo ich denke, das war so die erste, die ich gestrickt habe. Oder einer der ersten auf jeden Fall. Und zwar ist es die hier. Das war Achtfachwolle von Opal. Ich habe die Socke, glaube ich, damals Nordsee-Socke genannt, weil die hat mich irgendwie von den Farben her so an die Nordsee erinnert, mit dem Blau und diesen Grün- und Beige-Tönen an so Schilf oder irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es mich total an die Nordsee erinnert. Genau, da habe ich eine verstärkte Bandspitze gestrickt, glatt rechts hier die Fußlänge, dann eine verstärkte Boomerang-Ferse, dann hier so ein Schachbrettmuster und ein normales Bündchen. Und die ist schon, wie du vielleicht siehst, ganz schön ausgeleiert. Die habe ich nämlich sehr oft an. Genau, das war so meine erste Socke. Dann, was kam als nächstes? Ich zeige sie dir jetzt einfach mal so, wie sie hier liegen. Ist ja eigentlich auch egal. Dann habe ich, das war, glaube ich, meine erste Socke, die ich mit vierfach Sockenwolle gestrickt habe. Und zwar die hier. Genau, das ist hier auch mein Lieblingsbündchen, das wirst du auch feststellen. Ich stricke meistens zwei rechts, zwei links. Dann habe ich hier dieses Bubble-Muster. Das werde ich vielleicht auch mal noch aufnehmen, weil das stricke ich aktuell hier auch gerade noch für meinen Mann. Deswegen vielleicht werde ich bei der zweiten Socke da auch nochmal ein Tutorial aufnehmen. Dann habe ich hier eine verstärkte Käppchenferse gestrickt, aber auch meine allererste verstärkte Käppchenferse, glatt rechts vor und auch hier wieder eine verstärkte Bandspitze. Genau, das war die Socke. Dann habe ich, gerade mal gucken, die hier gestrickt. Das ist eine blaue Socke. Und zwar, ich ziehe die auch gerade jetzt nur noch kurz aufs Sockenbrett für dich, beziehungsweise für uns. Die ist so lang, da reicht das Sockenbrett gar nicht. Also ich ziehe das mal so ein bisschen runter. Hier habe ich auch wieder zwei rechts, zwei links als Bündchen. Und das ist jetzt eine Socke, da habe ich verschiedene Muster gestrickt, wie du hier vielleicht erkennen kannst. Ganz oben ist mit so rechten und linken Maschen. Dann habe ich mit so einem Querfaden, also das war glaube ich mit so einem Umschlag hier. Und ich habe die immer mit, glaube ich, ein oder zwei Reihen glatt links so abgetrennt voneinander die Muster. Dann habe ich hier auch wieder das Schachbrettmuster gestrickt und hier das sind wie so Berge oder so Zickzack. Genau, und dann kommt ja schon die Boomerang-Ferse, die verstärkte und hier auch wieder die Länge in glatt rechts und die verstärkte Bandspitze. Das war so meine Mustersocke. Habe ich eigentlich auch noch mal vor zu machen. Also ich habe ja, wie gesagt, ein neues Strickbuch, das werde ich dir nachher zeigen. Da sind mega viele Strickmuster drin und da werde ich auf jeden Fall vieles noch davon stricken. Und ich habe gedacht, vielleicht mache ich auch noch mal so eine Art Mustersocke, wo ich mit euch zusammen ganz viele verschiedene Sockenmuster stricke. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr daran Interesse habt. Genau, das war wie gesagt die Woche. Das ist von Riga Schachenmeier sechsfach Sockenwolle. Dann habe ich die bunte hier, das ist eigentlich gar nicht so meine Farbe, dieses Grelle und Pink ist eigentlich auch nicht so meine Farbe, aber ich fand die Wolle im Laden irgendwie cool und habe sie dann gekauft. Die habe ich ziemlich gerne auch an Weihnachten angehabt. Und zwar ist es auch wieder achtfach Sockenwolle von Opal, also ich habe glaube ich fast nur Opalwolle.
Auch hier wieder zwei rechts, zwei links im Wechsel das Bündchen. Ich mache das eigentlich auch immer relativ breit, weil mir das sehr gut gefällt. Und dann habe ich hier mein Herzchenmuster. Und zwar, wenn man es so rumhebt, sieht es aus wie so kleine Herzchen. Und dieses Tutorial gibt es auch schon auf meinem YouTube-Kanal. Also ja, schau gerne mal vorbei. Also hier auf diesem neuen YouTube-Kanal. Dann habe ich hier eine verstärkte Boomerang-Ferse. Glatt rechts auch wieder und hier wieder die verstärkte Bandspitze. Genau, das zu der Socke. Dann habe ich noch zwei Socken, weil ein Paar habe ich hier an. Meine orangefarbenen Socken, die kann ich dir aber auch gleich nochmal zeigen, wenn ich sie kurz ausziehe. So, dann habe ich hier, das ist auch Sechsfachwolle und zwar Zwetschgenröster heißt die. Die war auch logischerweise von Opal. Auch hier wieder zwei rechts, zwei links. Es ist gerade der Baum da drüben umgekippt. Also jetzt dürfte da Krach weg sein. Bündchen von zwei rechts, zwei links. Und dann habe ich hier so, ich habe das Tannenzweigmuster genannt. Da tust du auch zwei immer so in dem Sinn zusammenstricken. Auch dieses Tutorial habe ich auf meinem neuen YouTube-Kanal hier schon online. Und ja, das ist jetzt eine einfache Boomerang-Ferse, glatt rechts vor wieder und auch wieder die einfache Bandspitze. Genau, das zu dieser Socke. Dann kommen wir jetzt zu der Socke, die habe ich, da habe ich die zweite Socke erst vor kurzem beendet. Und zwar ist das die hier, ich ziehe die dir auch mal aufs Sockenbrett. Das ist nämlich die Edelweißwolle von Opal. Die habe ich mir auch erst vor kurzem irgendwann mal gekauft. Und die erste Socke war schon länger fertig und die zweite aber noch nicht. Und das ist sie. Wie gesagt, das ist die Edelweißwolle, Vierfachsockenwolle von Opal. Und Edelweiß ist irgendwie auch entzündungshemmend, glaube ich. Und es steht halt dabei, dass man so halt auch seine Hände total verwöhnt und ja, dass es eben eine ganz einzigartige Art ist zu stricken mit dieser Wolle. Und die fand ich so cool, obwohl ich so blaue Farben eigentlich gar nicht so mag. Aber ich habe gedacht, das hört sich gut an. Die hole ich. Genau, und da habe ich ein relativ langes Bündchen gestrickt. Ich glaube ungefähr bis hierher. Auch zwei rechts, zwei links. Dann habe ich hier ein ganz einfaches Muster gestrickt. Und zwar drei Maschen links und eine rechts. Auch hier vorne. Weiter, nur hier unten auf der Sohle sozusagen, also auf der Fußrückseite, habe ich glatt rechts eine verstärkte Käppchenferse und dann hier die verstärkte Bandspitze wieder. Ja, und wie gesagt, da ist jetzt hier auch endlich die zweite Socke fertig. Die habe ich, glaube ich, im Januar oder Anfang Februar beendet, diesen Jahres. Genau, das war es jetzt erstmal so zu den Socken, beziehungsweise ich zeige dir noch die Socke, die ich anhabe. Ich ziehe die jetzt hier gerade mal kurz aus. Die ist jetzt natürlich auch ein bisschen ausgeleiert, weil die habe ich jetzt echt oft an, also zu eigentlich fast immer, weil ich die Farben auch so schön finde. Das ist die hier, das ist auch Opal-Sockenwolle. Und hier habe ich wie bei der hier dasselbe Muster, also auch drei Maschen rechts, eine links und aber glatt rechts komplett vor, verstärkte. Das ist jetzt eine Propellerspitze, war auch meine erste Propellerspitze und eine verstärkte Käppchenferse wieder. Genau, so, jetzt kann ich die wieder anziehen. Das heißt, sockentechnisch sind wir jetzt durch, was ich so gestrickt habe. Wie gesagt, es war noch mehr. Ich habe allein sechs Paar Socken oder sieben Paar Socken vorletztes Jahr an Weihnachten gestrickt. Die kann ich dir natürlich alle nicht zeigen, weil die sind ja nicht mehr da. Dann habe ich auch immer mal wieder, das ist restliche Wolle, habe ich so Untersetzer gehäkelt allerdings, obwohl ich mit dem Häkeln eigentlich nicht so gut bin wie mit dem Stricken. Hier mit diesem schönen, ich glaube, hieß die Farbe Ember. Das ist auf jeden Fall Holzgarn super soft. Das war übrig von meinem Chalor-Coffee, den zeige ich dir auch gleich. Und hier in so einem schönen Braun. Ich glaube, das war Cinnamon, also Zimt. Und die Orange Ember. Genau, also die nutzen wir total gerne
für, als Untersetzer für Kaffeetassen oder für Gläser oder sonst was. Genau. Dann habe ich, bevor wir mit den ganzen Wraps anfangen, habe ich noch eine Mütze gestrickt und die habe ich, glaube ich, auch erst im Januar beendet. Und zwar ist es die Classic Ripped Hat von Per Soho. Die habe ich für meinen Mann gestrickt und genau, die habe ich, wie gesagt, auch erst dieses Jahr im Januar beendet, 2024. War eigentlich auch so meine erste Mütze, glaube ich auf jeden Fall. Das zu der. Dann kommen wir zu den ganzen Wraps. Dann fangen wir mal an. Und zwar der allererste, was ich beendet habe. Da habe ich auch, glaube ich, 2 Monate, nachdem ich mit Stricken angefangen habe, habe ich bei Janine von Madame Tussauds, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, habe ich das gesehen. Sie hat auch den Chalorcoffee gestrickt. Und der hat mich so angesprochen. Und dann habe ich das Ganze auch gemacht. Und zwar ist das der hier. Ich versuche dir den mal hier irgendwie so zu zeigen. Und das ist eben der Mr. Knit Along von 2022 war der, glaube ich. Gar nicht von 2021. Chalorcraphy von Stephen West. Und Stephen West ist ja in der Strickwelt eigentlich ein sehr bekannter Stricker, Designer. Er kommt, glaube ich, ursprünglich aus der USA, ist aber wohnt in Amsterdam, hat dort auch einen Wollladen, Stephen and Penelope. Und ich möchte unbedingt mal dorthin. Auf jeden Fall bringt er jedes Jahr im Oktober einen Mr. Knit Along raus. Letztes Jahr, 2023, war es der Cheer Gradient, den habe ich auch gestrickt. Aber mein allerliebster ist dieser hier. Der ist von 2021 und hier habe ich, wie gesagt, dieselbe Wolle wie bei diesem Untersetzer verwendet. Das ist eben, ja, übrige Wolle gewesen und zwar das Holstgarn Super Soft. Das ist 100% Wolle und hier strickt man mit 1, 2, 3, 4, ja, ich glaube mit 5 verschiedenen Farben und benutzt die halt immer wieder. Und man kann den sich einfach so richtig schön umlegen. Er ist auch sehr, sehr lang, wenn man das so sagen kann. Und ich liebe den einfach. Ich nehme den so gerne mit ins Geschäft und kuschel mich da ein, weil im Geschäft haben wir auch so eine komplette Glasfront mit Fenstern so ums Eck. Und wenn da halt keine Sonne scheint, wird es relativ schnell kalt. Und da liebe ich meinen Chalorcoffee und kuschel mich dort ein. Und ja, genau. Wie gesagt, ich bin mega stolz. Das ist, glaube ich, auch das Projekt, wo ich richtig die Liebe zum Stricken, die Begeisterung zum Stricken gefunden habe. Und ja, ich liebe ihn so sehr. Genau, ich habe den auch und andere Projekte auf meinem Instagram-Account Forest Knits mit einem S noch. Forest Knit gab es nicht, deswegen habe ich Forest Knits genommen, also mit, zum Schluss mit einem S. Ich verlinke dir den Instagram-Account auch mal gerne unten in der Infobox von diesem Video, aber du findest den auch auf meinem Kanal, da habe ich den Instagram-Account auch verlinkt. Genau, also wie gesagt, das war so mein erstes Langzeitprojekt, obwohl den hatte ich auch innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, gestrickt, aber da habe ich mich echt dran gehalten. Genau, dann kam, glaube ich, schon hier mein Sophie Scarf, der war auch innerhalb von 1 oder 2 Tagen beendet. Und zwar ist es Wolle von Per Soho. Ich habe mir von Per Soho Wolle bestellt für den Hafenhaft. Den zeige ich dir gleich als nächstes. Also das war hier mein erster. Das ist eben das Beige davon. Oatmeal hieß es, glaube ich. Oder nee, Quatsch. Oatmeal war beim Chalorcoffee. Ich glaube, dieses Beige heißt Weight Floor oder so. Doch, ich meine Weight Floor. Und das ist eben Originalwolle von Per Soho. Die habe ich damals extra von den USA bestellt. Und weil ich eben meinem Hafenhaft mit dieser Originalwolle stricken wollte. Und da war eben was übrig und dann habe ich hier meinen Sophie Scarf gestrickt. Und es ist einfach so ein schönes, kleines Tüchlein von Petit Knit ist die Anleitung. Und finde ich richtig, richtig cool. Ich habe gesehen, den Sophie Scarf oder Sophie
Shawl oder so. Gibt es auch noch in größer, also dass du den richtig schön umwickeln kannst wie ein Schal, aber eben die Sophie Scarf-Variante in größer. Genau. Ja, das zu dem liebe ich, finde ich toll. Ich liebe auch die Wolle von Perso. Und das hier war, wie gesagt, mein allererster Half-and-Half-Wrap. Half-and-Half deshalb, weil der hier aus zwei Farben besteht. Und der erste, den ich hier ja gestrickt habe, ich habe noch einen anderen, den habe ich in so ein bisschen Frühlingsfarben. Ich wollte dieses Blau unbedingt, weil ich gesagt habe, der passt eigentlich immer so auf Jeans und den kannst du immer voll gut anziehen. Auch so jetzt im Frühling, so, ja im Frühling, wenn es vielleicht noch nicht ganz so warm ist, kannst du den gut anziehen. Und dieses Beige fand ich einfach sehr schön und passend auch dazu. Genau, er besteht in dem Sinne aus zwei Dreiecke und du kannst den natürlich dann so umlegen, dass du sagst, du hast zum Beispiel die helle Farbe vorne und die dunkle hinten. Oder du machst es so, dass du den andersrum zusammenlegst als Dreieckstuch und hast dann beide Farben in dem Sinn. Genau, das, wie gesagt, ist mein erster Half and Half, das Tutorial, das deutsche Tutorial dazu gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn du den noch nicht gestrickt haben solltest, du Lust dazu hast und du vielleicht ein bisschen Respekt von der englischen Anleitung hast, dann schau gerne bei meinem Tutorial mal vorbei. Da haben echt ganz, ganz viele schon den Half and Half stricken können. Und das war mein erster. Und mein zweiter liegt hier drüben, das war eben die kleine Variante mit 190 Maschen oder 200 Maschen so grob. Und es ist die XXXL-Variante mit 260 Maschen. Das ist für mich kein Schal mehr, das ist eine Decke. Ich kann dir den hier jetzt auch gar nicht so zeigen. Ich lege ihn jetzt einfach mal um. Und zwar habe ich hier die Farben gestrickt. Das ist Juniper Green, so ein richtig schönes Wald-Tannengrün. Und die andere Farbe ist Sienna Raw. Oder Raw Sienna, ich verwechsel es immer, also Raw Sienna oder Sienna Raw, eins von den beiden, so heißt die schöne ockergelbe Farbe. Und ich fand dieses Zusammenspiel total schön und deswegen habe ich mich für die beiden Farben entschieden. Und so, ich versuche ihn mal hier irgendwie hier umzulegen. Es ist nämlich hier jetzt gar nicht so einfach, weil der so groß und lang ist. Und ja, das siehst du jetzt schon im Gegensatz zum anderen gerade eben. Ja, er ist schon gigantisch, breit, groß, wie auch immer. Aber ich liebe ihn. Ich tue den mir auch manchmal nicht so umlegen, weil da ist er mir fast zu dick. Aber ich nutze den auch wie so eine Art Decke oder ja, dass ich mit den so einfach umlege. Und er macht so warm. Also im Geschäft habe ich den natürlich auch schon sehr, sehr oft angehabt und habe einfach ein schwarzes Langarmshirt drunter. Oh, das ist krass, was für eine Wärme der macht. Also, es ist Lindenquill, das ist die Wolle mit Leine von Persoho und ich liebe diese Wolle. Genau, das war mein zweiter Half-and-Half-Wrap. Da habe ich auch mega lang dran gesessen. Und mein letztes Projekt, was ich dir zeigen kann und was ich auch, ja, mein letzter Schal, was ich eigentlich so beendet habe, war der neue Mystery Knit Along vom Steven Geo Gradient, der war von 2023 und ja, und die Wolle ist auch von Steven West, die habe ich so als Kit bestellt in seinem Shop und die ist wesentlich leichter wie jetzt die, ja, wie die Hostgun Super Soft und den kannst du dir auch, sage ich jetzt mal, richtig schön so einfach als Tuch umlegen, weil, ja, weil der einfach die Wolle nicht so schwer ist und genau, wie gesagt, das zudem hier, also ich habe es auch in meinem alten YouTube-Kanal schon mal erwähnt bei dem Schal, natürlich ist er wunderschön, ich finde das Muster toll, aber ich habe beim allerersten viel, viel mehr gelernt, weil du hast in dem Sinn bei diesem Schal hier dieses Muster, diese Vierecke, wo du strickst, dann hast du hier dieses Lochmuster, wo du lernst. Dann diese ja, Erhabungen, wo du immer einen Faden vor die Arbeit legst, dass sich das wie so Crisscross-mäßig ergibt. Und dann hast du hier später noch
diese Bordüre am Rand und mehr ist nicht. Und bei dem Charlotography hast du viel, viel mehr Techniken. Da hast du Brioche gelernt. Ich kann ja nochmal herholen. Du hast hier am Anfang dieses Mini-Teil, dann hast du hier diesen Teil, wo du ja auch dann immer mit verschiedenen Farben strickst. Dann hast du ja das hier, dann hast du diese kleinen Röllchen, dann hast du das und diese Wölkchen, dann diese Dreiecke, die Bobbel und dann ja dieses, wo du dann rausstrickst. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Dann hast du hier den Brioche und dann diese X'e, diese Crisscross hier und dann diese Bordüre ganz zum Schluss. Also du siehst, du hast hier wesentlich mehr Techniken gelernt, wie jetzt bei diesem Schal hier. Trotzdem, ja, finde ich ihn wunderschön. Und ja, zieh natürlich auch super, super gern an. Die Wolle ist sehr, sehr angenehm, sehr weich und es ist die Bicycle Wool von seinem Shop, wen es interessiert. Genau, ja, das waren jetzt mal so meine fertigen Projekte. Jetzt habe ich einen ganz trockenen Hals, ich trinke mal kurz was. Genau, das waren jetzt so die Projekte, die ich beendet habe. Und noch mein Pulli. Ich trage meinen allerersten Pullover, meinen Raclano. Und ich liebe ihn. Ich liebe auch, dass man einfach beim Pullover hier die Armlänge so lang vorstricken kann, wie man möchte. Und ich finde, er ist mir richtig gut gelungen. Ich gehe mal kurz hier ein bisschen hoch. Ich habe ihn auch relativ lang gestrickt. Und ja, bin sehr, sehr zufrieden. Und ich ziehe ihn sehr, sehr gern an. Das ist eine Wolle von Chulana. Und zwar Mohair Tweed. Und ja. Jetzt kann ich dir noch die, bevor wir zu dem Strickbuch kommen, kann ich dir noch die Projekte zeigen, die ich aktuell stricke. Und zwar sind die hier in diesem Korb. Und zwar stricke ich aktuell eine Socke für meinen Mann und bin auch schon relativ weit. Die habe ich, glaube ich, erst am Montag begonnen oder letztes Wochenende. Und habe hier auch ein Bündchen mit zwar rechts, zwar links, wie du dir jetzt vielleicht vorstellen kannst. Dann habe ich hier dieses schöne Bobble-Bubble-Muster. Wie gesagt, ich mache wahrscheinlich für die zweite Socke, das ist jetzt hier die erste, mache ich wahrscheinlich ein Tutorial noch auf meinem YouTube, also auf diesem neuen YouTube-Kanal mit diesem schönen Bubble-Muster, weil es ist echt eigentlich sehr einfach und ich finde es eigentlich ganz schön, gerade auch bei vierfach Sockenwolle. Genau, übrigens zur Sockenwolle, das hier, das ist die von Opal. Und zwar ist es von der Regenwald 19 und heißt, gerade mal schauen, engagierte Sekretärin Hanna, das ist die, also die Urwaldschule heißt die Aktion. Und hier siehst du auch nochmal, wie es gestrickt aussieht. Genau, fand ich mega schön, mein Mann. Ich habe ja noch viel Sockenwolle in meiner Schublade, ich glaube noch bestimmt 4 Knäuel oder noch mehr. Und mein Mann hat sich die ausgesucht und ich finde die für eine Männersocke auch echt schön. Ich finde diesen Farbverlauf toll. Hier bei dem Bubble-Muster siehst du es nicht so extrem, aber hier oben in dunkelgrau und hellgrau und auch so braune Effekte hat es mit drin. Und genau, hier habe ich eine, zieh mal das Seil hier ein bisschen vor, hier habe ich eine verstärkte, auch wieder Käppchenferse gestrickt. Mit Masche abheben, dann wird ihr ja so schön verstärkt hier unten, finde ich eigentlich auch ganz schön. Und ja, bei der ersten Socke bin ich hier, das ist die Wolle und ich stricke das. Ich habe sehr, sehr viele Stricknadeln bei der Socke ausprobiert. Ich habe einmal die Cubics von Prüm, sind die glaube ich. Dann habe ich die hier, das Trio Set von Adi mit den Novelle. Dann habe ich die Nadel ausprobiert, das ist die Rundstricknadel von Chao Gu in 2,5, logischerweise, Socken vierfach Wolle strickt man ja in 2,5. Und dann habe ich auch noch die Bambus-Stricknadeln genommen, auch in 2,5. Also das war wirklich so eine Socke, wo ich sage, da habe ich sämtliche Stricknadeln ausprobiert. Und ich muss sagen, dass die von Prim, dieses Nadelspiel mit den Cubics, mit diesem schwarzen, wo vorne so eine Noppe haben, die fand ich auch echt gut. Also die habe ich schon gern gestrickt. Nur beim Nadelspiel habe ich dann manchmal so ein bisschen die Angst, dass mir irgendwann doch mal eine Nadel irgendwie, weil das ist ja so Carbon, ne? So schwarze Nadeln sind das.
Und da hatte ich immer Angst, dass ich doch mal irgendwie die Nadel zu weit rein oder rausschiebe und dass dann die Maschen runterfallen. Deswegen ist mir eigentlich die Rundschrägnadel fast lieber. Genau. Das zudem, dann habe ich hier noch meinen kleinen Lace Margin Swap. Das ist hier die Sechsfachsocken, auch eine Sechsfachsockenwolle, ich glaube auf den Rieger Schachenmeier in so einem, es soll eigentlich holzmeliert sein, aber ich finde, es sieht eher grau aus. Und hier habe ich eben den Lace Margin Strap abgefilmt. Da hast du eben hier so ein schönes Lochmuster, dann in der Mitte glatt rechts und auf der Seite auch nochmal ein schönes, also dasselbe Lochmuster in dem Sinn. Und ich habe das hier nur mit 40 Maschen gestrickt für dich, weil es einfach schneller war, das Tutorial abzufilmen mit weniger Maschen. Man kann es aber auch mit 80 Maschen, mit 140, 144. Also du brauchst eigentlich nur hier am Rand 10 Maschen und hier am Rand 10 Maschen. Und wie viel du in der Mitte hast, ist eigentlich egal. Deswegen kannst du hier die Maschenanzahl komplett frei wählen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. So war es beim Hafen Half-Web hier auch von Pearl Soho. Also da hat man schon sehr, sehr viel Freiheit und kann dann einfach ganz spontan schauen, okay, die Maschenanzahl, die passt jetzt für mich, die Breite passt für mich für den Schal. Und genau, das habe ich noch mal im Körbchen. Aber ich denke, dass ich die Wolle jetzt dann irgendwann wieder aufziehen werde, weil wenn ich den Lace Margin Swap wirklich stricke, mache ich natürlich mit mehr Maschen. Ich habe das war jetzt nur hier dieser Prototyp fürs Tutorial für dich. Genau. Und dann habe ich ja noch ganz, ganz viel Holzgarn Supersoft übrig. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel, das ist so ein dunkelgrün, Moorland hieß, glaube ich, die Farbe. Und das müsste entweder Tobacco sein, ja, ich meine, es ist Tobacco, in so einem schönen Braun. Und ich habe, wie gesagt, noch viel mehr übrig. Ich habe von diesem Orangenen, also von dem Farbton noch was übrig. Ich habe von dem Cinnamon noch was übrig. Und ich habe gedacht, ich mache einfach eine Decke. Und hatte am Anfang schon mal, 200 Maschen oder so angeschlagen, um einfach so Streifen immer zu stricken. Und dann habe ich gesagt, nee, das gefällt mir irgendwie nicht und habe mir überlegt, dass ich so kleine Quadrate stricke und dann die dementsprechend dann mal auslege, wenn ich alle Wolle verstrickt habe von dem Holzgarn und dann die so als Patchwork-Decke zusammen stricke, zusammen nähe, die Quadrate. Und ja, da bin ich jetzt, bei dem habe ich vor kurzem angefangen, das ist eben dem schönen Grün. Und strickte einfach kraus rechts, also auf der Seite rechte Maschen und auf der Rückseite auch rechte Maschen. Und erstens mal gehen für mich rechte Maschen total schnell und zweitens finde ich es jetzt für eine Decke eigentlich auch ganz schön aus. Genau, ich nehme den Faden doppelt vom Holzgarn Supersoft, kann ich noch dazu sagen, weil die ja relativ dünn ist. Die ist ja sonst nur zweifädig und so ist sie halt wenigstens jetzt vierfädig. Und ja, mehr Projekte habe ich aktuell gar nicht. Und jetzt zeige ich euch mal noch das neue Buch. Und zwar ist das hier unten. Da habe ich nämlich meine ganzen Strickbücher. So, jetzt habe ich schon so lange gequatscht, dass ich jetzt kurz mein Handy holen musste, weil meine Speicherkarte voll ist. Und deswegen filme ich jetzt das mit dem Buch noch kurz hier auf dem Handy ab. Ich hoffe, dass vielleicht die Vertonung und auch das Bild nicht hundertprozentig so gut ist, weil ich mit der Frontkamera filme und ich auch nicht das neueste iPhone habe. Aber ich wollte dir unbedingt noch dieses Strickmusterbuch zeigen. Und zwar habe ich mir das bestellt von einem Valentinstagsgutschein. Ich habe von meinem Mann einen Thalia-Gutschein gekriegt und habe dann entschieden, mir kein normales Buch zu kaufen, sondern ein Strickbuch. Und ich wollte schon sehr, sehr lange dieses Buch vom Top-Verlag Strickmuster, die Sammlung. Da sind über 500 Strickmuster drin. Und erstmal, ich finde es auch total schön. Also hier in diesem dunkelgrünen Ton, da hat mich das Buch ja eh schon gleich gehabt. Ich liebe Grün. Und ich wollte dir das jetzt so mal ein bisschen zeigen. Es ist auch wirklich schön aufgemacht. Du hast hier immer schöne Bilder auch mit drin und hast dann hier so die Übersicht. Ich kann dir das mal so grob ein bisschen vorlesen. Also es geht um Rechts-Links-Muster, Zopfmuster, Zugmaschenmuster, Aranmuster, Trachtenmuster, keltische Muster, Zopf-Lochmuster, dann Lochmuster, Fallmaschenmuster, Hebemaschenmuster, Noppen, Blüten und Blattmuster, Patentmuster, tiefer gestochene Maschen, Muster, Bordüren. Oh Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Tschak, tschak. Chakwat und Intarasienmuster.
Das dürfen alle mal kurz lachen. Dann außergewöhnliche Techniken, dann gibt es noch Grundtechniken ganz hinten, vom Muster zum Modell, Register und Impressum. Genau. Und du hast dann halt hier immer so eine Übersicht und hast dann die Muster, die kann ich dir jetzt natürlich nicht zeigen. Ich zeig's dir mal hier so irgendwie. Da hast du halt dann verschiedene Muster und nebendran hast du dann eben das Abbild, wie dieses Muster funktioniert. Und das geht halt hier über, ja, über wie viele Seiten? Über 300 Seiten. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob ich dir noch ein paar Bilder zeigen kann. Manchmal sind ja hier und da mal noch paar coole Bilder drin. Hier zum Beispiel zum Zopfmuster. Und ja, die Übersichten finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Da weißt du halt in dem Sinn schon, was dich so erwartet. Und Moment, ich gucke mal, ob ich dir noch irgendwie was zeigen kann. Die, wie gesagt, die einzelnen Muster kann ich dir natürlich nicht zeigen. Aber vielleicht hier so ein bisschen die Überschriften mit den Bildern. Ich habe, glaube ich, vorhin hier auch nochmal ein Bild entdeckt. Das wollte ich dir eigentlich noch zeigen. Hier die Hebemaschen finde ich auch mega schön. Also das ist, glaube ich, so Ziegelsteinmuster oder wie das heißt. Also ihr dürft euch auf viele Tutorials freuen, auf ganz viele neue, ja, Sockenmuster oder auch andere Muster, die ich euch zeige. Ich hatte auch die Idee, so ein einfach so einen langen Schal zu stricken und vielleicht dann, keine Ahnung, in den Schal 20 Muster, 30 Muster zu verarbeiten, weil ich eben das eigentlich ganz cool fand. Du kannst dir mal schreiben, ob du Interesse daran hast, weil es sind echt wirklich schöne Muster dabei. Und ich kann dir jetzt nicht alles zeigen. Hier hast du sogar noch so Bilder, also auch mit, wo du Herzchen oder so stricken kannst. Und ja, gefällt mir echt mega, mega gut. Da ist hier zum Beispiel auch so ein kleines, so ein Bär abgebildet, so eine Herzbordüre. Ähnlich auch so wie bei Knits, Stone Knits. Das ist ja das Buch hier, das habe ich ja auch mit den Motivsocken. Und ich kann es dir nicht zeigen, weil da das Muster mit dranhängt. Und hier hinten hast du noch so Grundtechniken, finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ich hebe das mal ein bisschen weiter weg, da kannst du halt dann, ja, wird halt auch in Bildern erklärt, wie du Maschen zunimmst, wie du Maschen abnimmst und so weiter und so fort. Also wirklich so Grundtechniken sind hier noch mit drin im Buch. Und sogar hast du hier noch Möglichkeiten, wegen einer Maschenprobe, also du hast hier hinten dann auch so Wissenwertes drin und auch die Strickteile spannen. Da hat man dann hier noch so ein Bild mit so einem Wasser, wo Wasser drauf gesprüht wird. Genau, und hier hast du auch noch die so Buchempfehlungen vom Top Verlag. Also ich freue mich so über dieses Buch. Und wie gesagt, werde ganz viel davon noch stricken. Ich möchte auch so ein Web, also ich habe gedacht, ein C-Call, also ein Cozy Knit-Along. Mal schauen, ich hatte ja vor, so ein Tutorial dieses Jahr im Herbst für euch zu kreieren, zu designen und mit euch zusammen so ein Web, also einen Schal stricken. Und da werde ich bestimmt auch hier von einigen Muster anwenden, die mir einfach gefallen, wo ich sage, okay, das könnte jetzt gut reinpassen zu meinem Shorts. Genau. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch erstmal zu dieser allerersten Strick-Podcast-Folge auf meinem neuen Kanal. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie gesagt, du würdest mich sehr unterstützen. Mich würde es mega freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mir vielleicht einen lieben Kommentar da lassen würdest. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen gemütlichen Abspann und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao!